Es ist mal wieder soweit. Ja, es ist soweit. Wir haben es 20 Uhr. Ja, noch nicht ganz. Doch jetzt. Jetzt haben wir es 20 Uhr und damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, an diesem schönen Freitagabend. Ich begrüße natürlich alle, die da sind. Hallo HGB253. Hallo Terminator. Hallo Fipsi. Und ja, ich habe mal die Beleuchtung ein bisschen geändert. Ich habe das Licht jetzt da. Also quasi vorm Fernseher. Und da hinten die Lampe, die ist aus. Damit es auch ein bisschen heller so im Gesicht ist, damit ihr mich besser seht, weil bei Alien Isolation erinnert er die Kamera ja so ein bisschen rötlich. Und ja, wir spielen natürlich an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Bevor ich aber jetzt weiterspiele, möchte ich euch kurz was zeigen. Und zwar seht ihr hier jetzt Besatzung ersetzbar und letzte Überlebende. Das war letztens noch nicht da. Das sind diese Download-Codes, die beim Spiel beilagen. Soweit wie ich aber gehört habe, sind das beides Überlebensmodus-Karten oder so. Und die werden wir natürlich auch spielen, sobald das Hauptspiel durch ist. Wir spielen, wie gesagt, an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich werde mal das Spiel laden. Aktuellen Speicherstand laden natürlich. So, hoppala, Entschuldigung. Natürlich, was auch fehlt, Prost zusammen. Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Vielleicht spielen wir ja heute sogar durch. Schauen wir mal. Ich weiß ja partout immer noch nicht, wie weit wir sind in der Story. Und ich lasse mich echt überraschen, wie geil das noch wird. Ja, es ist ja so schon cool. Hi Massive, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du auch mal wieder eingeschaltet hast. Schöne Grüße. Ja, wie gesagt, und ihr dürft mir natürlich nicht böse sein. Ich habe mir letztens nochmal die Dings angesehen, die ein bisschen Highlight vom letzten Stream. Wegen der Verpixelung so ein bisschen. Da dürft ihr mir nicht böse sein. Es kommt auf jeden Fall definitiv eine neue Internetleitung bekomme ich und dann wird es natürlich schön in HD gestreamt. Hey, der Vladi-Boss ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Kaufst du dir The Evil Within? Ja, ich habe aber gesagt, dass ich es mir nicht zum Release kaufen werde. Lasst euch da einfach mal überraschen, ja? So, was war denn? Begeben Sie sich zum Server-Hub. So, hier waren wir stehen geblieben. Stimmt. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr. Ach ja, wir hatten den Flammenwerfer gefunden, richtig? Ich weiß partout aber echt nicht mehr, wo wir lang müssen. Hehehe, das ist natürlich schlecht. Ich glaube, wir müssen die Tür öffnen, ne? Wieso streamst du nicht mal Mordors Schatten? Weil ich Mordors Schatten nicht habe und es nicht so mein Ding ist. Ja, ich werde es vielleicht mal irgendwann mal besitzen und dann vielleicht mal streamen. So, hallo Gotox, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja. Oh, Revolvermunition. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Stimmt. Wir waren so weit gewesen und hatten dann an dem Speicherpunkt ein, ja, atemberaubendes Erlebnis mit dem Alien. Das, hoffe ich nicht, dass das nochmal. Huch. Dass es nicht nochmal wiederkehrt. Ja, ich denke, dass ich, wenn ich Evil Within vorbestellt hätte, dann hätte ich es, glaube ich, heute schon. Aber ich habe ja gesagt, dass ich es nicht zum Release besitzen werde. So. Aber immer noch diese geile dramatische Atmosphäre in dem Spiel. Es ist so cool. Entschuldigung. Es ist einfach so. Oh. Was haben wir hier? Das Alien kommt schon oft genug, das stimmt. Wie war das denn? Haben wir denn erst den Raum gemacht und dann den oberen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, stimmt. Wir müssen ja diese die Station abriegeln. Genau, jetzt weiß ich wieder. Hi, Schaunator. So, was war hier? Haben wir hier irgendwas? Okay. Probieren wir das einfach mal aus. So, ja, wie war das denn nochmal? Ach so. Huch. Ja, ich beeil mich ja schon. Gott sei Dank. Na du? Miau.
So. Ja, der ist hier. Ich glaube, das hatten wir alle schon, ne? Zellen öffnen. Okay, wir haben Zellen geöffnet. Dann schauen wir doch mal, was für Zellen das waren. Und was ist hier? Hebel benutzen. Okay. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier gewesen sind. Wie war denn nochmal? Huch! Wie war denn nochmal? Ah, okay. Alles klar. Wo sind wir denn jetzt hier? Hallo? Ist es nicht dieser Raum, wo wir... Ah ja, Tatsache. Ich glaube, wir werden erstmal den Raum da hinten abschließen. Was? Was? Oh, da ist eine Kiste, die habe ich übersehen. Sehe ich jetzt gerade erstmal. So. Wie spamming spinnt der? Spinnt der Nightbot? Der spinnt immer. Oh! Suche. Sehr schön, ganz viele Komponenten. Wie war denn nochmal das? Nee, Quatsch, Karte nicht. Wie war denn nochmal dieses Inventarmenü? Ach so, okay. Oh, da können wir einen Molotow-Cocktail erstellen. Das machen wir doch mal. Dann haben wir den auch. Was können wir denn sonst noch erstellen? EMP-Granate. Können wir? Wir können ein Geräusch machen, aber ich glaube, eine EMP-Granate ist, glaube ich, gut für die. Für die Androiden, für diese Bots, für die Seachon-Bots. Mein Gott, schweres Wort. Oh, hier liegt ja noch einen, den habe ich gar nicht. Das Alien ist schon wieder unterwegs. Yeah, G-Sven is back. Ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. So, dann werden wir mal die Station hier abriegeln. Peu à peu. Weil ich weiß, dass wir es letztens geschafft hatten. Aber dann doch am Speicherpunkt gescheitert sind. Und ich denke. Zugang verschlossen. Und ich möchte doch, der Android macht mir ein bisschen Sorgen. Also, normal. Ist erstmal auf normal, ja? Das ganze Spiel ist erstmal auf normal. So. Sperren Sie das Treppenhaus. Oh, eine Kiste. So, dann schauen wir mal. Vorratsspeicher verschlossen. Hat sich was geändert? Moment, ich teste. Prost. Ja, Prost zusammen. Prost. Ja, die Licht... Wie... Oh! Warum ist hier Licht... Was? Wo? Was? Wow! Wow, 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 wow! Oh, fuck! Scheiße! Fuck! Ja, tot, würde ich sagen. Das hat sich geändert. Oh. Ja, das war nicht sehr schön. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal machen. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal das hintere Treppenhaus als erstes gemacht und dann unten den Bereich. Hallo Anakin, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, also, alles von vorne. Sehr frustrierend gerade. So. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den
Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Ja, auf jeden Fall, das tun wir. So, werden natürlich erstmal alles wieder mitnehmen. Hier unten lag auch noch was. Und der Huch! Ne, Schrott, okay, der Schrott. Achso, wir müssen natürlich jetzt auch wieder alles erstellen, ne? Ach ne, doch nicht. Hä? Wieso haben wir denn... Hä? Ich habe keine Ahnung, wo der... Das hört sich ein bisschen komisch an, wie wir auch laufen. Als ob wir so einen schweren Behälter um den Rücken tragen. Irgendwie Déjà-vu von Sonntag, ja? So, ich werde diesmal, wie gesagt, oben erstmal alles abriegeln. Und dann nach unten gehen. Hallo Klankers! Willkommen zur Let's Play Live Show. So, jetzt werden wir hier erstmal alles abriegeln. Huch, das war falsch. Ach stimmt, wir haben ja den Flammenwerfer, um das Alien abzulenken. Hätte ich das gerade mal genutzt. Wir können ja damit das Alien, Oh, schon zwei Punkte auf dem... Ja, super. Wir haben schon zwei Punkte. Und da hinten ist eine Kiste. Gehe ich da nochmal zur Kiste? Ja, ich gehe nochmal zur Kiste. Ich traue mich da nochmal hin. Huch. Ich gehe mal hier rein, ne? Wie schön aus, dass der Motion ist auch geil. Motion Tracker im Luftschacht so gut wie gar nicht fast funktioniert. Und warum geht der nicht offen? Hallo? Hallo, geh offen! Hallo! Ich sehe schon, komm, irgendwann besucht er uns hier. Das Alien. Hallo? Wir müssen da lang, ne? Zwei Punkte? Was heißt das? Sind da zwei Aliens? Nein, das ist ein Alien. Also zumindest glaube ich, dass es eins ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob hier zwei Aliens oder mehr Aliens hier rumlaufen. Ich weiß es nicht. Hallo, Kalunax, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ja. Dann werden wir mal die andere Etage abriegeln. Ja, bla bla. Oh oh. Oh oh. Underworld, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wartungszugang verschlossen. Oh. Hab das Hauptspiel DLC 1 und 2 durch. Okay. DLC 1 und 2 sind ja auch nur so Überlebensklamotten, ne? Bis jetzt... Ist es der Android? Hallo? Ja, Schränke und so weiter auf jeden Fall. Oh, hier liegt was. Habe ich gar nicht gesehen. Ich werde mal geduckt bleiben und dann hier... Und das Schlimme ist, Shownator, das Schlimme ist, ich hab's noch nicht durch. Bei Outlast wäre ich schon 100-mal durch. Hi, Marcel, hallo, Hello Angel, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show, schön, dass du auch wieder da bist. Ja toll, jetzt habe ich abgeriegelt und komme hier nicht weiter. Wo muss ich denn lang? Ja, gut, schön, dass wir das auch mal gesehen haben. Ich werde so gut es geht... Ja, natürlich bin ich wieder da, klar. Hallo, Jerome. Und man kann nicht rennen. Doch, man kann wohl rennen, aber... Ach, das muss ich noch abriegeln, stimmt ja. Ganz vergessen. Mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren.
Nee, momentan nicht. Ich habe gerade keine Zeit. So. Also. Und jetzt? Waren wir hier schon beim letzten Mal? Ich kann mich nicht entsinnen. Ach doch, ja, Tatsache. Ja, jetzt weiß ich wieder. Stimmt. Ja. Ja, immer mit der Ruhe. Ich will eben hier Dings erstellen. Molotow, aber ich werde mich erstmal hier irgendwo unten drunter verstecken. So. Alter Falter. Und eine EMP-Mine wollten wir auch noch erstellen. Das hatten wir ja vorhin schon getan. Und speichern wäre mal cool. Speichern wäre echt cool. So, jetzt aber. Wie war der Zugangscode? 7789. Youth, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen nee. Sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Nee, Evil Within habe ich noch nicht. Kommt aber noch. Definitiv. So, was müssen wir... Wir mussten doch hier irgendwas am Terminal machen. Alter, geh doch weg. Hallo? Hallo? Du Kacke, geh weg. So, wie war das denn jetzt gewesen? Wir mussten irgendwas hier machen, ey. Wie war das denn nochmal? Wir müssen irgendwas am Terminal machen. Da kann ich mich entsinnen. Ich weiß aber nicht mehr, was. Knappe Kiste. Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir. Ah, jetzt. Ricardo, Server-Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Ah ja. Wie war das denn jetzt nochmal? Wir waren irgendwo an so einem Safe Game sind wir gestorben, an so einem Speicherpunkt. Ja, wie gesagt, Evil. Ach nee, sag bloß. Als ob ich das nicht wüsste, Klugscheißer. So. Oh, da liegt jemand. Oder da sitzt jemand, besser gesagt. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Was haben wir hier Schönes? So, Luft. Machen wir das mal. Schauen wir mal. Zigarre Robben, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich laufe hier einfach mal so. Waren wir beim letzten Mal schon hier? Nee, ich kann mich nicht entsinnen, dass wir beim letzten Mal hier waren. Definitiv nicht. Und ich höre auch schon das Alien. Ich glaube, sie sollte sich ein wenig beeilen, was das angeht, mit Türen öffnen. Ach, hier sind wir jetzt.
Ah, okay. Grüß mal DX, okay. Ach, da ist der Speicherpunkt, wo wir gestorben sind. Ich habe am Ich Terminal sehe ihn der schon. Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus. Ich werde dann aus der Laufenhalle Scheiß Alien, fick dich. So. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich jetzt zum Speicherpunkt gehe, oder? Wüsste ich aber. Wir sind genau jetzt an der Stelle, wo ich letztes Mal gestorben bin, vor dem Speicherpunkt. Aber ich sehe das Alien nicht. Zumindest höre ich es nicht. Die Frage ist jetzt, wo ist es? Und ich weiß, dass es jetzt kommt. Jetzt kommt es komischerweise nicht. Ich glaube, sobald ich den Save-Punkt hier erreiche, dann triggert das Alien. Deswegen werde ich sofort aufhören damit. Hör auf da. Oh. Huh. Huh, wir haben gespeichert. Huh.